Moin, Mario hier. Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum VW-Bulli, zum T1-Bulli von De Agostini. Eine neue Lieferung ist da mit den Bauphasen 23, 24, 25, 26, 27. Also wieder 5 am Stück. Die wollen wir natürlich auch alle verbasteln. Wir können ja mal einfach mal ins Heft schon mal reinschauen. Die Trennwand hinter den Vordersitzen kommt in der Bauphase 23. Hier haben wir ja die Vordersitze. Das heißt, hier kommt jetzt eine Trennwand hinter. Warum ist da eine Trennwand? Damit die von hinten den da vorne nicht auf den Keks gehen. Ich weiß es nicht. Nein, das wird schon seine Richtigkeit haben. Ich muss mir mal irgendwann mal so ein Bulli mal so in echt mal so richtig anschauen. So wenn man so jetzt die Tage waren, haben wir so ein bisschen Urlaub gemacht an der Ostsee. Und so zwischendurch denkt man dann, Mensch, so einen kleinen Bulli, wenn man den jetzt so hätte und oh, das wäre doch schön. Und naja, aber da hängt ja auch eine Menge andere Sachen hinter. Und ich glaube, mittlerweile kriegt man so einen Bulli auch nicht mehr für ein Abel und Ei. Ne? Und ein bisschen handwerkliches Geschick sollte man dann auch mitbringen, wenn man dann an solchen Autos dann selber was reparieren muss. Oder soll oder kann oder darf. Oder wie auch immer. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt gleich mal die Teile an. Ein paar Schrauben haben wir nämlich auch bekommen. Das heißt, der Schraubenträger kommt zum Einsatz. Und ja, ich würde sagen, kommt rauf auf meinen Basteltisch, wir legen los. So, hier haben wir das gute Stück, die Trennwand hinter den Vordersitzen. Und dann bekommen wir noch ein paar BP05 Schrauben. Und ja, von der Sache her, würde ich jetzt sagen, ist das ganz einfach. Aber der Teufel steckt im Detail. Ganz einfach ist immer so eine Sache, ne? Wenn ich das schon so sage. Aber hier haben wir zwei Löcher. Hier haben wir zwei Nupsis, wo die werden dann einfach hier reingesteckt. Achso, und hier haben wir auch noch Nupsis, die hier unten in den Schlitzen reingesteckt werden müssen. Also müssen wir aufpassen, dass wir überall gleichzeitig sind, um das Ganze dann zusammenzustecken. So, jetzt müssen wir natürlich hier auch richtig in die Schlalitze rein und dann hier anschrauben. Und ich glaube, ich werde das erstmal anschrauben und dann unten richtig reindrücken. Und zwar wird das von unten verschraubt. Mal die Schrauben mal schnell rausholen. Weil ich komme jetzt hier nicht richtig hier hinter. So, und wenn wir dann ihm aber zwingen, dann sollte das auf jeden Fall gehen. Und drehen wir das Ganze um. Die erste Matte ist schon raus, dann machen wir die zweite Matte auch raus. Dann kriegen wir das, glaube ich, ja, das geht dann besser. Also die Matten nochmal abnehmen und alles gleichzeitig positionieren. Und dann passt das auch. Ha! So, einmal festhalten und dann die Schraube rein. Und das Ganze machen wir dann auf der anderen Seite auch. Kann man schon ein bisschen Trennwand sehen. Hier hat man noch ein bisschen Stauplatz. Kann man noch was verstauen. So, jetzt hält das Ganze schon so. Und dann auch hier eine Schraube reindrehen. Also bei mir war das jetzt besser, dass das Yummy wieder raus war. So, das können wir dann jetzt natürlich wieder positionieren. Den anderen auch. Die sind ja nur so reingesteckt. Und dann ist das gut. So. Guck mal, das war dann... Haha, die Gummi brauchen wir auch, sonst ist das hier nämlich kopflastig. So, das war dann die Bauphase 23. Dann kümmern wir uns sofort um die 24. Dann wollen wir erstmal schauen, was wir da bekommen.
Die Ninja Turtles. Da bekommen wir umklappbare Rückenlehne der ersten Sitzreihe und damit machen wir nichts. Aber wir packen es auf jeden Fall aus. Damit machen wir dann erstmal nichts. Na gut. Guck mal. Zack. Bauphase 24 erledigt. Dann haben wir die 25. Rückenlehnen der ersten Sitzreihe. Die haben wir hier. Haben wir auch ein paar Schrauben dabei. Wir haben auch noch ein paar Schrauben dabei. Vorderteil der Rückenlehne des breiten Sitzes in der ersten Sitzreihe. Und Hinterteil und dann Schrauben. Und dann haben wir hier einen Aschebecher. Oh, ja, früher wurde mehr geschmückt. So, wir werden aber anfangen mit den Bauteilen aus Ausgabe 24 und werden hier die einfach so zusammenstecken. Muss man natürlich nur die richtige Position finden und dann werden die nur zack zusammengesteckt. Also hier ist kein Polster mehr drin. Ne? Das war's schon. Dann haben wir hier den Aschebecher. Gott sei Dank funktioniert er nicht, dass wir noch Kippen hier nachher im Auto haben. Und BP03 Schrauben. Dann brauchen wir die Rückenlehne. Und dann den Aschebecher. Ah, den kann man nicht verkehrt reinmachen. Wir haben hier ein Nupsi-Loch und zwei Schraublöcher. Und wenn der richtig rum reingesteckt ist, sieht er so aus. Und dann wird er tatsächlich mit zwei Schrauben verschraubt. Damit der ja nicht verschwinden kann. Ja, ich mach das mal, sag das mal so, ne? Vielleicht hätte eine Schraube gereicht. So. Dann werden wir das Ganze auch zusammenstecken. Auch hier, blub, 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 ne? Sechs Löcher, sechs Nupsis. So richtig positionieren. Und dann einfach nur zack, 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 klack, 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 zusammenstecken. Und dann haben wir die Sitze für die erste hintere Sitzreihe. Nach der 25 kommt die 26. Da sind folgende Teile dran. Oh, nur was zum Stecken. Mal sehen, machen wir damit was? Halterung für die erste Sitzreihe. Achso, die haben alle eine, die sind unterschiedlich. So, dann wollen wir mal schauen. Das Teil, Halterung für 1 für die erste Sitzreihe. Das ist Halterung 1, der hat hier Flügelschrauben und hier so ein Nupsi oben dran. Der nächste hat einen Nupsi oben dran, aber keine Flügelschrauben. Das ist Halterung 2. Halterung 3 hat weder Nupsi noch Flügelschrauben und Halterung 4 hat kein Nupsi, aber Flügelschrauben. Gut. Was machen wir? Nix. Man erzählt uns hier, wie die Querschnitte der Reifen sich verändert hat über mehrere Jahre. Darauf gehen wir aber jetzt nicht ein. Jetzt kommen wir doch tatsächlich schon zur Bauphase 27. Und da gibt es die Grundplatte der ersten Sitzreihe. Und BP03 Schrauben. Also werden wir was schrauben dürfen. Gehe ich mal von aus. Ich habe die Tüte jetzt wenigstens schon mal aufgemacht. Und die Schrauben sind alle raus. Und dann gucken wir mal. 01 und 02. Also wir fangen hier mit 01 an. Drehen das Ganze so rum und hier rein. Momento.
Ich habe das so. Und so soll das hier rein. Aber das passt nicht. Nein, weil ich das verkehrt rumgehalten habe. Also nicht so rum, sondern so. Und dann kommt die Halterung so rein und wird von der anderen Seite verschraubt. Der Muffi das auch. Eins. Und zwei. Als nächstes folgt dann die Halterung 2. Die wird auch hier reingesteckt. So, so reingesteckt, dass die Nupsis hier zueinander zeigen. Für nämlich den schmaleren Sitz. Auch hier dann ordentlich ausrichten. Und von dieser Seite verschrauben. Also die, ne, diese Stützen sehen alle, sieht jedes, jede Stütze sieht anders aus. Und deswegen kann man dann auch überall die richtige ansetzen. So, jetzt haben wir 03 und 04. Wir legen das so hin. Die 04 kommt dann hier ganz außen mit den Flügelschrauben und 03 kommt dann hier und wird dann zusätzlich hier noch durch ein Loch gesteckt. Das ist mit dem hier genauso. So. Dann wird das Ganze wieder von dieser Seite angeschraubt. Ja, und ich glaube, nach dem Schrauben kann nicht mehr viel kommen, weil ich habe gar nicht mehr so viele Schrauben. Wer abrutscht, darf nochmal. Wer abrutscht, haut sich in den Finger kaputt. Das ist nicht so gut. Sollte auch die Schraube vielleicht gerade reindrehen, dann funktioniert das auch. Das fällt mir hier noch kurz vom Urlaub hier noch mal eine Mörderverletzung zu haben. So, jetzt haben wir die Stützen auch alle dran. Tja. Machen können wir jetzt nichts weiter. Aber man kann schon mal gucken, wie das nachher aussieht. Der kommt nämlich hier hin. Diese Lehne ist, die wird hier reingesteckt. Damit man die klappen kann. Ne? Dann kommt das Ganze nachher hier rauf. Ach so, mal ein bisschen simulieren können wir ja schon mal. Ah! Hält jetzt bloß nicht. So, also die Lehne bleibt dann starr. Und die kann man dann nachher umklappen. Damit man auch nach hinten reinkommt. Ne? Ja, wunderbar. Das war dann auch noch die Bauphase 27, also quasi Bauphase 23 bis 27. Jawohl, ja, Bauphasen 23 bis 27 erledigt. Wir haben quasi ja, eine Trennwand eingebaut,
habt ihr ja gerade gesehen. Und mit der hinteren Sitzbank gestartet. Die, denke ich mal, wird beim nächsten Mal komplettiert. Das dauert dann noch ein paar Tage und ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Das heißt, bleibt weiterhin neugierig, schaut wieder rein, passt auf euch auf. Das Wichtigste natürlich, bleibt gesund. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal weiter in.